Dann aktivieren wir unsere Energien und machen die Gelenke beweglich. Atmen tief ein, strecken uns, dehnen uns aus, weiten uns nach oben, gehen auf die Fußballen, dehnen uns aus, spüren die Spannung im ganzen Körper. Und gleich mit einem tiefen Ausatmen lassen wir die Arme zwischen die Beine fallen. Die Arme pendeln aus. Und mit einer tiefen Einatmung spannen wir unseren Körper von unten nach oben bis in die Fingerspitzen. Spüren die Schultern, den Rücken, die Waden, halten die Spannung und lösen sie. Knie gebeugt, Rücken rund und aus den Schultern heraus pendeln wir die Arme vor und zurück. Dann wieder aufrichten, von unten nach oben. Stell dir vor, dass die Energie aufsteigt, dich füllt, den ganzen Körper zunehmend bis in die Fingerspitzen hinein. Du gehst unter Spannung, hältst die Spannung einen Moment und ein letztes Mal mit tiefer Ausatmung. Dann schwingst du die Arme neben die Füße, Beine nach außen, auch aus den Schultern heraus. Entspannst Kopf, die Kiefermuskulatur, öffne deinen Mund leicht. Und langsam aufrichten, Wirbel für Wirbel. Drei, vier Atemzüge in den Himmel wachsen und in die Wolken setzen. Gut mit Unterstützung der Arme, Hände. Die Hände drücken das innere Geschehen aus, die Aufrichtung, den Energiefluss, wie die Atmung den Atemraum von unten nach oben füllt. Und dann heben wir die Arme, lassen sie fallen und schwingen sie weiter. Bleiben in der Aufrichtung. Ah, toll, Pia ist drin. Wir lassen die Arme fallen und unterstützen jetzt einige Schwünge, den Fall der Arme nochmal zusätzlich. Wir geben nochmal zusätzlich Kraft, Energie rein, so dass wir deutlich die Fingerspitzen spüren. Als würden wir Wasser von den Händen abschwingen wollen oder abschlagen wollen. Dann lass den Schwung der Arme nach hinten zu, sodass du die Schulterdehnung deutlich wahrnimmst. Und jetzt nimm noch wahr, dass mit dem Fallen der Arme dein Becken
schwingt, dass du das Steißbein nach vorne bewegst mit dem Fall der Arme. Und auspendeln. Nachspüren, das heißt Ganzkörperwahrnehmung. Das seitliche Schwingen, Aufrichtung und aus der Mitte heraus etwas dynamischer anschwingen. Spüren deine Fußsohlen. Du spürst Ferse, Ballen und die Außenkanten der Fußsohlen. Und der Kontakt beider Außenkanten deiner Füße zum Boden bleibt bestehen. Die Knie sind etwas nach außen, vielleicht sogar aktiv gedrückt. Und lass zu, dass die Fliehkraft der Arme, deine Wirbel, die gut aufgerichtet sind, schön verbringt. Den Schwung, die Fliehkraft der Arme nicht bremsen. Zum Ende der Bewegung loslassen. Der Schwung wird gebremst dadurch, dass die Arme sich anschmiegen an den Körper. Auspendeln. Nachspüren und immer wieder aufrichten. Die Yi-Yi-Übung. Wir legen die Daumen auf die Zeigefinger. Die Fäuste sind locker, leicht geöffnet. Und liegen an den Hüftknochen, um von dort aus, dann haben wir einen gewissen Winkel hier, einen rechten Winkel ungefähr, zwischen Ober- und Unterarm. Und von dort aus schwingen wir die Arme gegengleich nach vorne. Und jetzt drehst du Hüfte und Schultern ein wenig. Nochmal wieder einmal zurück zur Hüfte, bitte. Wir machen es nochmal eben langsam. Mal ohne die Schulterdrehung. Nur den Arm, einen Arm nach vorne schwingen. Dann ist die vordere Faust ungefähr in Höhe der gegengleichen Schulter. Ja? Und nochmal in Zeitlupe auch die andere. Wir drehen den Körper nicht richtig weg, sondern lassen nur zu,
dass die Schulter dem Schwung folgt, dem Schwung der Arme, so nach schräg vorne, nicht zu sehr gedreht, sondern nach schräg vorne. Besser, Pia, mehr so in meine Richtung sozusagen schwingen. Und dann kannst du mit jedem Schwung auf die Fußballen leicht gehen. Es entsteht also so eine federnde, leicht federnde, wippende Bewegung. Der rechte Winkel zwischen Unter- und Oberarm bleibt konstant. Ja. Und gut. Die geschlossene Fußstellung, ein Arm nach oben, der Propeller, wir lassen den Arm nach hinten runter sinken, gucken weiter vielleicht nach vorne, wir schauen weiter nach vorne, der Arm sinkt hinten runter und der andere steigt auf. Die Arme bleiben also immer miteinander verbunden. Dann steigt der Arm auf und der jeweils andere fast gestreckte Arm. Die bleiben fast gestreckt, Klaus. Ja. Erstmal macht es ruhig langsam. Schön die Schulter nach vorne drehen und beziehungsweise nach hinten. Weite dich schön über die Fingerspitzen hinaus. Und dreh die Schulter. In die andere Richtung. Entspannen, wieder hüftbreiter Stand und die Arme ein wenig auspendeln lassen. Die Wirbelsäulenatmung, lockere Fäuste, geschlossen sind sie so, dass die Handflächen dann zu dir zeigen. Und geöffnet ist diese Bewegung, Handflächen nach vorne, Schultergürtel zurück, Brustbein nach vorne, Schulterblätter kommen hinten zusammen etwas, ja. Und dann wieder schließen. Hier kann der Rücken auch etwas rund werden durchaus und öffnen. Immer die Arme spiralig drehen. Öffnen, weiten und schließen, zusammenkommen. Einatmen mit dem Öffnen, lang und tief aus mit dem Schließen. Der Rücken weitet sich. Die Brust öffnet sich. Vertiefte Ausatmung, verlängerte Ausatmung. Du spürst deutlich den Wechsel zwischen An- und Entspannung.
noch einmal. Jetzt verschränken wir die Hände vor dem Unterkörper. Lassen Sie bis zur Brust aufsteigen, bis in Brusthöhe. Dann drehen wir die Handflächen nach vorne und strecken sie nach vorne weg. Dann öffnen wir die Hände im Bogen nach unten. Wieder verschränken, lassen Sie aufsteigen. Und wenn wir jetzt die Handflächen nach vorne schieben, drehen wir den Kopf zu einer Seite. Dann auflösen der Spannung, sinken lassen, bis zur Brust hoch und zur anderen Seite den Kopf drehen. Und wieder zur anderen Seite den Kopf drehen. Nach außen hin auflösen. Wenn du die Arme hebst, steigst du, also richtest dich auf, vor allen Dingen die Halswirbelsäule. Und mit gestreckter Halswirbelsäule drehst du deinen Kopf. Auflösen. Sinken lassen. Noch einmal in jede Richtung. Und jetzt noch zweimal nach oben. Aufrichten, Hände gehen weiter nach oben, der Blick folgt den Händen. Du schaust auf deine Handrücken und lösen. Und noch einmal aufrichten und der Blick folgt den Händen. Schultern bleiben entspannt hängen. Noch einmal, ein letztes Mal. Und wir prellen den Ball. Bitte einmal beenden die Bewegung. Wir machen mal eine Zwischenübung sozusagen. Du hebst wie eben auch den Oberschenkel, indem du das Becken vor allen Dingen kippst und versuchst,
den Oberschenkel weiter zur Brust anzuheben und darfst auch dabei gerne ein wenig den Oberkörper nach vorne neigen. Ja? Ein wenig nach vorne neigen und den Oberschenkel Richtung oder Knie Richtung Brust bewegen. Dann absetzen, Beckenkipp, Bein kommt hoch und die Brust ein wenig zum Knie oder Oberschenkel neigen. Ja, wenn es geht, nach vorne neigen, Klaus, genau, das. Und dann das Gleiche mit der Armbewegung. Worauf es mir ankommt oder was ich gerne möchte, ist, dass du spürst, wie dein unterer Rücken sich weitet und rund wird sozusagen. Ja, viel besser, Klaus. Die letzten Male. Und du kannst auch aufgerichtet bleiben jetzt, Piat. Okay, gut. Ishibashi, Grundhaltung, wir üben die ersten 9, wiederholen die, vertiefen sie und dann die 10. Wolkenhände ziehen, den Atem reflektieren, sinken, steigen, sinken. Kurz das Becken ankippen, steigen, der Atem. Füllt den Atemraum von unten nach oben. Der Atem lässt dich steigen, lässt dich wachsen. Und wenn du dir das so vorstellst und wahrnimmst, steigt und sinkt dann auch die Energie mit. Dann die Brust weiten, das Herz öffnen. Das Gleiche von der, in der Grundbewegung. Steigen und jetzt noch aufblühen. Spür den Wechsel zwischen zunehmender Anspannung und der Lösung dieser Spannung. Atme durch die Nase ein und durch Nase oder Mund lang aus.
Du öffnest dich nicht über die Schulterlinie hinaus, nicht weiter nach hinten als Schulterlinie. Ja. Bei Klaus, okay. Pia, Weite kann sich sehr darüber hinaus weiten. Mehr nach außen die Intention hier, also über die Fingerspitzen weg. Also als wenn dich jemand auseinanderziehen würde. Ja? Oder du dich selber. Ja. Nicht so sehr nach hinten, sondern zur Seite dann. Ja, okay. Noch zweimal. Dann nachspüren. Ganzkörperwahrnehmung. Den Atem mit der Aufmerksamkeit verfolgen. Bei den Körperempfindungen bleiben. Verspannte Bereiche lösen. Und den Regenbogen schwenken. Die Arme steigen auf. Eine Seite weiten, zur anderen Seite loslassen. Noch einmal in jede Richtung. Und wieder nachspüren. 3, 4 Atemzüge. Die Wolken teilen. Du singst und dabei etwas tiefer, dabei neigt sich dein aufgerichteter Oberkörper ein wenig nach vorne, sodass die Arme frei vor dem Körper pendeln können. Dann hebst du die Arme, drehst sie spiralig bis kurz über dem Kopf und ziehst jetzt nach außen die Handflächen. Die Arme sinken bis in die Grundhaltung. Dann gehst du noch etwas tiefer wieder, sodass der Oberkörper sich nach vorne neigt, die Arme frei werden. Und du richtest dich auf
auch die Wirbelsäule bis zur Bioi aufrichten, auseinanderziehen und tief sinken. Spiralig drehen, deutlich Spannung, Schultern hängen, sind entspannt und dann nach außen weiten und die Arme sinken lassen. Etwas tiefer sinken, Spiraldrehung der Arme, Handrücken zeigen zum Kopf und dann nach außen ziehen. Spüren in jeder Phase der Bewegung, wie sich die Spannung verändert und dann wird sie gelöst im Sinken. Ein letztes Mal. Und die Wirkung der Übung intensivieren, indem wir unsere Wahrnehmung auf die Empfindungen, die die Übung ausgelöst hat, richten. Die Affen abwehren. Der Schultergürtel dreht, die Arme steigen auf. Und da behalten wir schon mal einen Moment inne. Genau. Der vordere Arm zeigt nach vorne in Richtung eures Laptops und der hintere Arm ist in Schulterlinie. Wir drehen die Schultern eigentlich gar nicht weiter als die Hüften. Also wir drehen die Schultern nicht extra weit nach hinten, ja, sondern nur so weit, sag ich mal, wie es ganz bequem geht. Dann sind sie eigentlich über den Hüften, wenn wir sie nicht darüber hinausdrehen. Der vordere Arm, und das ist ein bisschen das Problem bei der Übung, zeigt nach vorne. Also die Arme sind nicht in einer Linie, sondern da ist ein Winkel, ja, der ist unterschiedlich groß bei uns. Genau. Und jetzt führen wir, jetzt klappt der Unterarm, der Ellenbogen sinkt, sodass die Hand zur Schulter kommt. Und du drehst den Schultergürtel wieder nach vorne und führst die Hände zueinander, sodass sie vor deinem Körper, vor deinem Körper ist das dann, weil der vordere Arm vor dem Körper ist. Vor deinem Körper hast du da im Moment so, hast du so einen Tai-Chi-Ball zwischen den Händen, kannst du dir vielleicht vorstellen. Jetzt geht die Bewegung weiter, der obere Arm geht nach vorne und der hintere Arm sinkt ab, steigt auf. Wenn er aufgestiegen ist, Handflächen nach oben. Und dann wieder das Einklappen, sag ich mal, des hinteren Armes und den Tai-Chi-Ball vor dem Körper.
Diese Übung ist von der Koordination schwierig, hat aber viele Wirkungen. Wenn der hintere Arm gestiegen ist, Pia, dann lässt du den Ellenbogen sinken. Die Hand kommt nicht so sehr oben, macht nicht oben den Weg, sondern dadurch, dass der Ellenbogen sinkt, kommt die Hand in Richtung Schulter und dann nach zu der anderen Hand da vorne. Ja. Hinten Ellenbogen sinkt, ja, genau. Einmal noch in jede Richtung. Den Ball vor die Schulter tragen. Gewichtung in ein Bein. Die Arme eben leicht ab. Der Körper dreht. Ein wenig, Bein mit. Dann setzt du die Ferse auf und Gewicht ist ins vordere Bein. Gegengleicher Arm, genau. Bleibt einen Moment in dieser Stellung. Der andere Arm liegt mit dem Handrücken in der Lendenwirbelsäule, beim Punkt Mingmen. Der vordere Arm ist spiralig gedreht und geweitet. Der hintere Fuß steht auf den Ballen. Druck auf Großzehenballen. Genau. Geh mal, wenn das jetzt 100% ist, geh mal 30% zurück, also auf 70 so ein bisschen und wieder auf 100 nach vorne. Wechsel mal zwischen 70 und 100. Und mach dir bewusst dabei, dass du spiralig drehst den Arm, dass du steigst, also nicht nach vorne so sehr neigen, sondern vom vorderen Fuß nach oben die Wirbelsäule aufrichtest. Steigst, ja. Gut. Und ein paar Mal diese letzte Phase sich immer wieder bewusst machen. Einmal noch und dann zurück ins andere Bein gewichten, drehen, Schritt setzen und zur anderen Seite diese Bewegung. Mach es auch da ein paar Mal zwischen 70 und 100%. Spüren die Fußsohle des hinteren Fußes, wie da die Spannung zunimmt. Spür die Aufrichtung in der Wirbelsäule nach oben, nicht nach vorne, nach oben. Ja. Dann die Weitung über die Fingerspitzen hinaus, vom hinteren Fuß ballen bis in die vorderen Fingerspitzen.
und dann im Wechsel lösen, Beinwechsel in der Gewichtung, zur anderen Seite drehen, Schritt setzen und dann lass dir Zeit, damit in die Endposition zu kommen. Ich drehe mich auch nochmal um. Und um das nochmal vielleicht auch von hinten gut sichtbar zu machen. Einmal noch zu jeder Seite. Und zwei, drei Atemzüge nachspüren. Sich umdrehen und zum Mond schauen. Wieder diese Anfangsbewegung mit dem leichten Sinken und Beckenkippen. Dann drehen, wieder einen Moment innehalten in der Endposition. Der Schultergürtel ist gedreht, die Hüften auch. Und du schaust über den hinteren, fast gestreckten Arm, über die Fingerspitzen hinaus und weitest den Arm. Der ist spiralig gedreht, Handfläche nach oben. Der andere Arm, Handfläche nach unten. Rechter Winkel zwischen Ober- und Unterarm, Schultern sind entspannt. Dann lässt du die Arme sinken, drehst dich nach vorne, drehst und steigst zur anderen Seite, Gewicht bleibt mittig und drehst spiralig die Arme. Und dann lösen. Schultergürtel dreht, Arme heben. Und lösen. Steigen und über den hinteren Arm weiten. Und dann lösen. Noch einmal in jede Richtung. Mitten im Seerudern. Der Ansatz, Becken kippen, zurück. Neigen, Brustbein nach vorne, die Arme hängen quasi hinter dem Körper, dann die Arme hoch, Finger für Finger einrollen und tiefer hinuntersinken,
aufrichten, Becken nach vorne, Brustbein nach oben, Arme steigen auf, Finger für Finger einrollen. Du spürst eine Wellenbewegung der Wirbelsäule. Sie ist rund und dann durch die Beckenbewegung eingeleitet, die Gegenbewegung. Einmal noch. Wir können gerne nach jeder Übung auch so eine abschließende Bewegung machen und das nachspüren in dieser Haltung. Das ist geschlossener und die Wolkenhände ziehen. Das üben wir, glaube ich, zum ersten Mal. Es ist wieder einmal die verbundene Drehbewegung. Wir beginnen einmal damit. Wirbelsäule ist aufgerichtet. Knie nach außen. Du spürst, dass dein Fußgewölbe sich vom Boden gelöst hat. Und du drehst. Leg einmal die Hände auf den Hüftknochen, sodass ein Finger oder mehrere Finger in der Leiste ruhen. Und wenn du jetzt drehst, dann spürst du, dass sich eine Leiste weitet und eine schließt. Gleichmäßig, langsam, verbunden diese Drehbewegung ein paar Mal. Und dann lass die Arme nochmal sinken und führ die Drehbewegung noch ein paar Mal aus. Und jetzt kommt die Hand-Arm-Bewegung hinzu. Dazu nehmen wir mal einen ganz kleinen Tai-Chi-Ball zwischen die Hände, sodass sich die Hände berühren, also leicht berühren. Jetzt wechseln wir die Handstellung. Das heißt, die untere Hand steigt innen auf, macht es mal ganz langsam. Die obere Hand streicht über den Handrücken der unteren. Immer weiter, bis die andere Hand oben ist und du hast den kleinen Tai-Chi-Ball zwischen den Händen. Dann wieder wechseln, die untere Hand immer innen, bis die Handrücken zur Decke und zum Boden ausgerichtet sind. Und dann wieder dieser Wechsel der Hände. Mach das ein paar Mal langsam und gleichmäßig. Es ist nur eine Spiraldrehung der Arme, wobei die untere Hand innen, also dem Körper näher, aufsteigt. Jetzt lässt du den Ball ein wenig größer werden und machst die Bewegung weiter.
Und dann lässt du den Ball noch ein wenig größer werden und führst immer wieder diese Drehbewegung aus. Der Ball soll ungefähr dann so groß sein, dass die obere Hand in Brustbeinmitte sich befindet und die untere Hand unterhalb des Bauchnabels ein wenig so. Das ist die Größe ungefähr. Wenn du die rechte Hand dann oben hast, dann drehst du nach rechts, wie eben. Lässt die rechte Hand oben noch. So. Und jetzt drehst du zurück und während der Drehung in die andere Richtung machst du diesen Wechsel der Hände, wie eben. Ja, während du zurückdrehst, wechselst du die Hand. Wenn du gedreht bist, hast du die andere Hand oben. Und während der Drehung drehst du kontinuierlich auch die Arme in der Weise, wie eben geübt. Du koordinierst das so, dass die Drehung vollendet ist, der Arme, wenn auch die Körperdrehung vollendet ist. Gleichmäßig drehen, von der Mitte her verbunden. Schultern entspannen. Ellenbogen hängen. Noch einmal in jede Richtung. Und dann lassen wir die Arme sinken. Schöpfen die Energie, bewahren sie im Dantian. Die ganze Übungsreihe einmal durch. Grundhaltung, den Atem reflektieren, einmal noch. Die Brust weiten, das Herz öffnen. Einatmen, aus. Einmal noch. Den Regenbogen schwenken.
dreimal zu jeder Seite. Die Wolken teilen. Ein letztes Mal. Die Affen abwehren. Noch einmal zu jeder Seite. Mitten im See rudern. Ein letztes Mal. Den Ball vor die Schulter tragen. Noch einmal zu jeder Seite. Sich umdrehen und zum Mond schauen. Noch einmal zu jeder Seite.
den Arm seitlich schieben. Wieder diese verbundene Drehung. Die Hand ist so abgeklappt, dass das Handgelenk Unterseite nach vorne ausgerichtet ist. Ja. Einmal noch. Und die Wolkenhände. Wir fangen mal an, nach rechts gedreht, rechte Hand ist oben. Dann nach links drehen und die Hände wechseln. Der Ball wird gedreht. Noch einmal in jede Richtung. Dann verschließen wir. Und sammeln und bewahren die Energie in unserem Energiezentrum. Durch die Nase in den Bauch hineinatmen. Die Bauchdecke wölbt sich leicht. Durch den Mund warm aus. Die Bauchdecke sinkt. Die Augenlider sind gesunken und du stellst dir deinen Energieball vor, Faust groß, warm, in einer dir angenehmen hellen Farbe leuchtend, strahlend. Du kannst deinen Körper leicht bewegen, leicht schwingen. So dass der gesamte Körper durchlässig entspannt bleibt und sich nichts fixiert. Dein Atem. Die Energie des Atems strömt in deinen Energieball und nährt diesen. Der wird größer, wärmer, strahlender mit jedem Atemzug. Und mit der Ausatmung verteilt sich die Energie in deinem ganzen Körper.
warme, reine Energie durchflutet deinen Körper. Tief einatmen, lächeln, die Augen weit öffnen, entspannen. Noch einmal tief einatmen, breit lächeln, entspannen. Und das freudige Haha, tief einatmen. Und ha! Ha!